Noch was Besonderes erlebt jemand? Anyone else experience anything special? Komm, Lisa. Noch jemand? Anyone else? Es ging um mein rechtes Knie. Zu Beginn hat sich der Schmerz ganz arg verstärkt. The beginning, the pain increased dramatically. Und jetzt ist er weg. And now it has completely gone. Danke, das ist eine wichtige Rückmeldung. Thank you. This is an important feedback. Es kann oft so sein, wenn ihr jemanden die Hand auflegt, dass der Schmerz unerträglich wird. There are moments when you lay your hands on someone that pain for them becomes unbearable. Und euer Patient wird weggehen und sagen, lass mich in Ruhe. And your patient will go away and say, just leave me alone. Dafür sagst du ihm vorher schon, im Falle es schlimmer wird, halte durch. But that's why you tell them before you begin. If the pain increases, just hang in there, hold it. Wer noch nicht so durchlässig ist, passiert vielleicht 3-4 Tage nichts. And for those that are not so penetrable, maybe nothing will happen for 3-4 days. Aber am 4. oder 5. Tag wird der Schmerz vielleicht unerträglich. But it can be that after 3-4 days that the pain could become so unbearable. Und die Person wird wieder sagen, bleib mir vom Leibe. The person will say, stay right away from me. Sie sagt eigentlich, ich will die Personen und die Schmerzen behalten. And that actually means that I wish to keep the people and that pain for me. Dann darfst du nicht insistieren. Then you must not persist. Denn jeder Schmerz und jede Krankheit because every pain and every illness bringt einen Vorteil mit sich. Brings a certain gain with it. Und du darfst es nicht wegnehmen wollen um jeden Preis. You cannot wish to remove it at any cost. Es ist so, als wäre ein Wasserrohr, das lange nicht benutzt ist, wird das abgesperrt war, wieder aufgedreht. It is like a rusty pipe filled with water that for a long time has not been turned on and then is opened. Und der Schmerz ist, das rostige Wasser kommt raus. And the pain is the rusty water that is emitted. Das heißt, die Energie fließt wieder. That means the energy can flow again. Und Heilung ist immer schmerzhaft. And healing is always painful. Danke, Lisa. Thank you, Lisa. У меня особенно ничего не болело, но я попросила успокоить нервную систему. И когда мне положили руки, то я ощутила такой холод в чакрах. А затем у меня появилась боль в спине, в желудке, но потом пошло тепло от рук, и куда-то все подевалось. Ich habe von Haus aus keine Beschwerden gehabt. Nur mein Nervensystem ist etwas durcheinander. Only issues I've had have been with my nerves, but other than that, I have not come from home with any particular symptoms. Darum habe ich gebeten, dass mir die Hände so aufgelegt werden, dass ich etwas ruhiger werde. So I ask that please have the hands laid on me so that I can become a bit more calm. Ich habe nichts gespürt, nur die Kälte. I felt nothing, only coldness. Dann plötzlich kam Schmerz im Rücken, im Magen, im ganzen Körper. All of a sudden pain did develop in my back, in my stomach and then over my entire body. Nach gewisser Zeit, a certain time, ist die Wärme gekommen. Warmth did come. Und alle Schmerzen waren weg. All pain has gone. Danke. Sie war.